ersten Abteilung war so eine Geflügel-Hähnchenfleischwurst. Willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Es ist Freitag. Ich bin wie immer am Freitag beim Einkaufen gewesen. Ich war im Kaufland und im Netto und später will ich noch zum Aldi fahren. Aber den Haul bekommt ihr danach dann. Wir fangen mal mit dem an, was ich bei Kaufland geholt habe. Da habe ich einmal 400 Gramm Erdbeeren geholt. Dann habe ich einmal so ein kleines Pack Himbeeren mitgenommen. Die sahen so lecker aus und die Erdbeeren riechen so gut. Ich hoffe, die schmecken auch so. Dann habe ich zwei Feigen mitgenommen. Dann habe ich zwei Nektarinen mitgenommen. Zwei Pfirsiche. Und vier Bananen. Dann gab es in der reduzierten Abteilung vom Gemüse ganz viel und da bin ich ja ein großer Fan davon. Ich liebe das, wenn ich reduzierte Ware holen kann. Da habe ich jetzt hier ein Kilo Tomaten für 90 Cent und die sehen noch gut aus. Also dann habe ich ein Päckchen mit 300 Gramm braunen Champignons. Da habe ich jetzt auch 99 Cent für bezahlt. Dann habe ich nochmal aus der reduzierten Abteilung so ein Knäckel-Dinkel mitgenommen. War auch klasse. Dann habe ich aus der reduzierten Abteilung ein Vollkornbrot mitgenommen. Und so ein kleines Sackerl Kartoffel. Da wir sowieso am Wochenende Kartoffeln machen, habe ich mir gedacht, rentiert sich's gleich. Dann habe ich noch mitgenommen einmal Spitzpaprika, das brauche ich für heute. Eigentlich hatte ich doch noch Zucchini eingepackt. Die habe ich wohl dann doch nicht. Ich dachte, ich habe Zucchini auch mitgenommen. Aber egal, dann habe ich die wohl nicht eingepackt. Dann auch aus der reduzierten Abteilung war so eine Geflügel-Hähnchen-Fleischwurst und ich liebe die ja. Also. Dann habe ich für meinen Mann nochmal zweimal Zwiebelmett mitgebracht, eine Galia-Melone und, weil es im Angebot war, zweimal Spare Ribs Barbecue. In Kaufland habe ich bezahlt 30 Euro und 28 Cent. Jetzt kommen wir zu dem, was noch im Netto war. Im Netto, das waren, ich glaube, 30 Euro ein paar zerquetschte habe ich im Netto bezahlt. Ach, das ist noch von Kaufland. Da habe ich noch 6 Berliner mit oder 6 Krapfen mitgenommen. Dann habe ich eine Flaschenbürste im Netto gefunden. Im Netto habe ich dann noch so ein tolles Set gefunden, wo man so für Cups, also das hier sind ein Viertel Cup, ein halbes Cup, ein ganzes Cup und so ein großes Cup. Und ich habe ja viele so amerikanische Rezepte und da finde ich die einfach toll. Dann habe ich im Netto noch mitgenommen zweimal Pizzakäse. Damit habe ich jetzt nicht wirklich was vor, aber einfach für den Vorrat. Genau, da habe ich meinen Kassenzettel. 28 Euro und 93 Cent. Genau. Dann habe ich im auch noch für den Vorrat mitgenommen, so Wok-Gemüse im Glas. Dann habe ich das auch gefunden, dieses Süß-Sauer-Soße habe ich zweimal mitgenommen. Und dann habe ich noch zweimal diese Instant-Mee-Nudeln mitgenommen und einmal Glasnudeln. Dann habe ich im Gesamten 6-mal so Kaffeesticks mitgenommen, weil ich liebe das ja. Also ich mag den total gern und der schmeckt genau gleich wie der von Jakobs, nur kostet halt nicht mal ein Drittel von dem, was du für Jakobs Kaffee zahlst.
und 2x10 Bodenhaltungseier habe ich mitgenommen. Also für den gesamten Einkauf jetzt habe ich knapp, ich glaube 58 und ein bisschen was bezahlt. Ich finde, es ist okay dafür, dass es ja relativ viel ist. Natürlich der Preis, wir brauchen nicht reden. Das weiß jeder, Lebensmittel sind unverschämt teuer geworden. Und genau. Später werde ich noch zum Aldi fahren und zum Rossmann. Und dann zeige ich euch später, was bei Aldi und Rossmann war. Bis dann. So, Wocheneinkauf Teil 2. Wir haben Freitag, wir haben Samstag. Ich war im Teddy und im Lidl. Beim Teddy habe ich einiges an Anziehsachen für mich gekauft. Da habe ich für Wolle und Kleidung habe ich 42,95 € bezahlt. Da habe ich ein paar Kleider mitgenommen, oder beziehungsweise ein paar Anziehsachen. Da ist jedes Teil auf 2,50 € reduziert gewesen. Einmal dieses Kleid. Dann ein Shirt, so ein Spaghetti-Shirt, oder wie heißt es? Dann eine Schlafhose, dann nochmal eine Schlafhose, dann nochmal ein Kleid. Ich find das voll schön. Ja. Ein Kleid und ein T-Shirt. So, dann habe ich nochmal Wolle gekauft. Und zwar so ein etwas kräftigeres Garn wieder. Dreimal in so einem leichten Altrosa. Und zwar möchte ich mir damit so eine Art Rucksack häkeln. Dann das gleiche auch nochmal in einem etwas dunkleren Altrosa. Und einmal in Grau. Dann habe ich mitgenommen 2x diese Sockenwolle für meinen Sohn. Da werde ich für ihn welche machen. Dann werde ich für meine Tochter nochmal Socken machen. Und dann habe ich so Glitzerwolle in Schwarz mitgenommen und in Grau. So, wollentechnisch bin ich auf jeden Fall ausgerüstet fürs Wochenende. Und ich denke auch noch bis Mitte, nächste Woche, weil ich häkel gerade so viel, das macht so viel Spaß und entspannt mich so sehr. So, jetzt kommen wir zum Lidl. Im Lidl habe ich mitgenommen einmal argentinische Rotgarnelen für mich, weil außer mir mag die keine und meine Kinder sind ja sowieso nicht da. Dann habe ich 6 Schokocroissants fürs Wochenende und für heute zum Kaffee mitgenommen. Jetzt ist der Camembert hier raus. So. Einmal Geramot mit Joghurt, einmal Lachs in Portionen. Das ist für mich, für heute und morgen, weil morgen macht mein Mann sich die Spare Ribs und ich vertrage sie nicht. Dann habe ich gesagt, dann mache ich mir einen Lachs. Einmal einen Bavaria Blueschimmelkäse für meinen Mann, einmal Salchicha. Für meinen Mann, auch um 30% reduziert war das. Und ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ich was Reduziertes kriege. 2x Camembert in Leicht. Oh, dann habe ich mich so gefreut. Ich liebe ja Skier. Einmal Skier mit Heidelbeeren. Ups, oh, der ist offen. Muss ich nachher gleich eine Folie drauf machen. Und einmal Skier mit Himbeer-Cranberry. Ich freue mich da so ultra drauf, weil sowas als Snack zwischendurch, bisschen, wie heißt es, ein bisschen Müsli drauf und Mandelmus drauf. Oh, geil, so lecker. Dann habe ich für unsere Katzis nochmal 3 Pakete Katzenfutter mitgenommen. Später gibt es dann nochmal einen Teil. Weil ich mit meinem Mann noch zum Aldi lauf und wir. Dann kommt Teil 3. Sehe ich gut aus? Natürlich siehst du top aus.
Food Hall Teil 3, was, Schatz? Mach ruhig, entspann dich. Ich bin entspannt. Ja, also. Entschuldigung. Alles gut. Food Hall Teil 3. Ich war im Lidl, im Aldi und im Rossmann. Jetzt machen wir erst vom Rossmann. Da habe ich einmal so Linsen, Linsenwaffeln mitgebracht und einmal Kichererbsenwaffeln. Dann habe ich Hygieneartikel für die Frau, also Binden, 5-mal mitgebracht. Dann habe ich 2-mal Wattepads, diese größeren mitgebracht. Dann habe ich mir was überlegt und ich hoffe, dass mein Mann mir dazu stimmt. Ich habe mir 2 Seifenspender mitgenommen, die allerdings nicht für Seife sind, sondern in eines wird Olivenöl und in das andere Rapsöl kommen, weil ich finde, dann kann das besser dosiert werden. So ist es mal der Plan. Dann habe ich mir 1-mal Vanille-Proteinpulver mitgenommen. Dann einmal eine Möbelpflege zum Staubwischen. Übrigens im Rossmann sind es 42,25 Euro gewesen. Dann habe ich 2-mal WC-Reiniger mitgenommen. 1-mal das WC-Aktivpulver. 1-mal Rohrreiniger. Upsala. Und 1-mal Geschirrspülmaschinenpulver. Das war jetzt im Rossmann. So, dann machen wir im Lidl. Da habe ich 6 Brötchen mitgenommen. 2-mal Walnusskerne. 2-mal Milchschnitte für meinen Schatz. Weil der liebt die Dinger. Im Lidl habe ich bezahlt 22,16 €. Dann habe ich 2-mal Putztücher mitgenommen im Lidl. 1-mal so von Saltlets, so Bagel. 1 Magerquark. 10 gefärbte. Und 2-mal Rama. So. Jetzt kommt noch. Ach so, im Teddy war ich noch. Da habe ich unter anderem, wie heißt es? Rutschmatte, genau, für den Teddy. Kannst du nachher ausprobieren, Schatz. Jo. So, im Aldi war ich und habe für meinen Mann Rosen mitgebracht. Schatzi, dein. Für dich. Ui. Danke, mein Schatz. Bitteschön. So. Dann habe ich mitgebracht 2 so Laugenteile und eine Brezel. Jetzt hol ich die Tasche rüber. Einen Glasreiniger. 1-mal Chips in Light. Eine Gurke. Im Aldi habe ich bezahlt. Achso, hier ist dein Kassenbon für den Glasreiniger, Schatz. Im Aldi habe ich bezahlt 49. So, dann habe ich 1-mal so diese Oblaten. Ich weiß nicht, ich habe die schon ewig nicht mehr gehabt, habe heute daran denken müssen und habe die mitgenommen. Ich hoffe, die schmecken noch genauso, wie sie früher mal geschmeckt haben. Dann 1-mal Käsestangen. 1-mal Serrano-Schinken. Dann habe ich Käsewürfel mitgenommen. 1-mal Tilsiter und Cheddar. Und 1-mal Bärkäse und Gouda. Die sind heute im Angebot gewesen. Erdnussflips in Light. Dann 1-mal Snickers Ice Cream und 1-mal Mars Ice Cream. Dann einen Bärkäse. Genau. Und noch in Bergkäse. Also 2 verschiedene Bergkäse. Dann habe ich für meinen Schatz noch solche Rollinos. Du liebst die Dinger, gell? Habe ich mitgebracht. Dann 1-mal Katjes. Kit Kat. Nee, doch heißt Kit Kat.
Päckchen, so Mini-Dinger. Ha? Was? Die Minis. Ja, genau. Und einmal dann einmal Spätzlepfanne. Es gab halt nur die, gell? Eine zweite gab es halt nicht. Aber da habe ich alternativ dir noch so eine Nudelfrikadellenpfanne mitgebracht. Genau. So. Das ist der Einkauf von dieser Woche gewesen. Ich weiß, ich habe in den anderen Videos mich ein bisschen in den Tagen vertan, aber ich bin froh, wenn wieder Normalität in meinem Leben herrscht und ich wieder ganz normale Essenspläne schreiben darf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.